Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer an Bord unserer schönen MS Atania. Immer wieder stellen uns interessierte Gäste Fragen zur Navigation des Schiffes. Und genau deswegen nehmen wir uns heute einmal Zeit, all das zu klären, was Sie schon immer einmal wissen wollten. Ich treffe auf Kapitän Morten Hansen, der mich freundlich begrüßt und herumführen möchte. Das Brückenteam ist in drei Wachen aufgeteilt. Bei der Ablösung aller 4 Stunden werden alle wichtigen Informationen im Brückenstatusboard festgehalten und dem nächsten wachhabenden Offizier weitergegeben. Die Höchstgeschwindigkeit von MS Atania beträgt maximal 18 Knoten. Aktuell fährt die Grand Lady mit einem Tempo von 12 Knoten. Zum Antrieb des Schiffes lässt sich Folgendes erklären. Atania ist hier ausgerüstet mit 4 Hauptmaschinen. Hier haben wir direkte Kontrolle auf der Brücke mit den Maschinen und 2 Wellen. Und 2 Schrauben und 2 Ruder. Das Bugstrahlruder wird von der Hauptkonsole aus gesteuert. Es ist dafür da, MS Atania auf engem Raum zu drehen oder parallel an die Pier oder von der Pier wegzubewegen. Diese funktionieren am besten bei geringen Geschwindigkeiten bis 2, maximal 4 Knoten. Ja, die Ruder und mit der Bugstrahler kann man quer gehen mit dem Schiff und man arbeitet mit dem vorne mit dem Bug 2000 PS und hinten mit den Schrauben, verstellbare Schrauben und der Ruder, dass man könnte seitwärts gehen und schön sanft anlegen in jeden Hafen. Das Multifunktionsdisplay ist ein weiteres wichtiges Navigationsinstrument, welches dem Nautiker die tägliche Arbeit erleichtert. Die meisten Displays hier ist mit Radar und einer Seekarte, so du fahren eigentlich in die Seekarte mit deinem eigenen Schiff. So zeigt die elektronische Seekarte zum Beispiel der Brückenbesatzung, wo MS Atania entlangfahren muss. Eine hochmoderne Technik. Ich bin gelernt mit den alten Seekarten und das ist ein Unterschied. Heute Tag 99% wird gemacht mit elektronischen Seekarten und da haben wir alle Informationen eigentlich, was man braucht. Und die Planungen von nächster Reise wird immer nur mit Elektronik gemacht. Auch das Radargerät, welches im Hafen ausgestellt wird, ist auf See eine große Unterstützung beim Navigieren. Heute hast du fast alle Informationen, die du brauchst für eine sichere Navigation. Also auf dem Radar ist ja Wellen, was wird rausgeschickt und trifft ein Objekt und kommt in Retour auf den Bildschirm und sagt uns genau, wie die Lage ist. In Umgebung. Dabei findet eine Kursänderung des Kapitäns durch seine Kommandos statt. Starboard 20. Starboard 20. Starboard. Ist wichtig, Kommunikation hier auch immer wiederholen. Kapitän seine Order. Es gibt natürlich auch einen Autopiloten an Bord, der wird aber nur auf offener See eingeschaltet. Die nächste Einrichtung, liebe Gäste, hat direkte Auswirkungen auf ihr Wohlbefinden. Die Atania ist ausgerüstet mit guten Stabilisatoren. Also vorstellt euch 2 Flügel, was ist ungefähr in der Mitte vom Schiff, 4 Meter unter dem Wasser und die arbeiten gegen den Roll. Und gegen den Stampf. Sehr wichtig in großen offenen Gewässern wie dem Nordatlantik. Alle Arbeitsabläufe werden übrigens auf der Brücke dokumentiert. Alles, was passiert auf der Brücke, wird mit Mikrofonen aufgenommen und auch recorded in eine kleine Kapsel.
Und den kann man eigentlich 48 Stunden spiken. So alles, was passiert da oben, including, was man sagen, wird auf einen WDR Voyage Detector Recorder gespeichert und könnte rekonstruieren, was ist passiert die letzten 48 Stunden. Hier sehen Sie ein Beispiel der Kameraüberwachung. Zum Thema Sicherheit gibt es weiterhin einen speziellen Computer an Bord, der bei Beladung des Schiffes dafür sorgt, dass die Stabilitätskriterien eingehalten werden. Auch die weltweite Verbindung ist sichergestellt. Der Notfallkanal, der Kanal 16, ist immer angeschaltet, damit alle Schiffe untereinander erreichbar sind. Aber auch die Kommunikation an Bord hat hier ihre Zentrale. Von der Brücke aus erfolgen sämtliche Durchsagen des Kreuzfahrtdirektors und Kapitäns, um die Gäste als auch die Besatzung zu informieren. Der Kapitän zeigt mir auf der nächsten Position die wasserdichten Türen. Diese sind geöffnet, wenn wir in einem Hafen liegen, und geschlossen, wenn wir auf See sind. Sie lassen sich innerhalb von einer Minute von der Brücke aus schließen und müssen den jährlichen TÜV durchlaufen. Sie befinden sich im unteren Teil des Schiffes und sollen im nicht zu erwartenden Fall eines Wassereinbruchs dafür sorgen, dass das Wasser sich nicht im gesamten Schiff verteilt und die Schwimmfähigkeit gewährleistet bleibt. Eine sehr wichtige Sache, die auch täglich überprüft wird. Weiter geht unser Rundgang mit der Übersicht über die feuerfesten Türen. Die Brücke überwacht die gesamte Brandmeldeanlage des Schiffes. Würde es zu einer Rauchentwicklung kommen, erhält die Brücke einen Alarm. In einem Ernstfall könnten so weitere Maßnahmen ergriffen werden, um die Feuerschutztüren zu schließen. In diesem Bereich hier wird die gesamte Lichterführung von MS Artania gesteuert. Je nachdem, ob wir im Hafen oder auf See sind, können die entsprechenden Navigationslichter ein- und ausgeschaltet werden. Zum Schluss der Brückenbesichtigung gehen wir noch auf die Nock. Ja, auf der Nock haben wir dann volle Kontrolle über das ganze Schiff zum Anlegen, Ablegen und wenn man mag, seine Manöver. Und das ist wichtig, dass man sich die Bewegungen auf dem Schiff. Auf der Nock befinden sich die wichtigsten Steuerungshebel nochmal in Kleinform, damit der Kapitän beim An- und Ablegen ebenfalls alles genau im Blick hat. Und das Beste, vom Sonnendeck aus können Sie dem Kapitän dabei auch noch zuschauen. Damit geht unser Besuch auf der Navigationsbrücke zu Ende. Das war er, der spannende Blick hinter die Kulissen der Brücke von MS Artania. Und Sie sehen, wir wollen nicht nur, dass Sie sich wohl, sondern auch sicher an Bord fühlen können, damit Ihre Kreuzfahrt ein unvergessliches Erlebnis wird. Damit sagen wir Tschüss und Ahoi!